jeder Denkstiltyp eines Verkäufers ist okay. Er muss nur lernen, wie die anderen ticken. So, liebe Leute, willkommen zurück. Heute sind wir in Kapfenberg beim Coach für Neurokommunikation und einen absoluten Marketing-Experten, Diplom-Ingenieur Jürgen Wieser. Jürgen, wie machen wir das so? Ja, Jürgen, vielen lieben Dank für die Einladung. Danke, dass wir deine Gäste sein dürfen. Jürgen, für die Leute, die dich nicht kennen, eine kurze Vorstellung. Wer bist du und was machst du? Ja, ich bin der Jürgen Wieser und habe vor 11 Jahren ein, man kann durchaus sagen, verrücktes Unternehmen gegründet. Verrückt deshalb, weil wir Menschen in den Hirnscanner stecken, um zu schauen, was da oben wirklich abgeht, wenn wir Informationen, Werbung, verschiedene Informationsmaterialien verarbeiten. Ich habe damals vieles nicht geglaubt, was uns erzählt wird im Marketing, im Verkauf, bei Präsentationen und habe sozusagen die Hirnforschung erkundet, um zu verstehen, wie der Mensch tickt. Das war die Ausgangsposition. Okay, sehr spannend, sehr spannend. Wie kommt man auf sowas? Ja, das ist sehr ungewöhnlich. Also meine Frau hat sich mit Hirnforschung beschäftigt. Sie leitet das Down-Syndrom-Zentrum in Leoben. Wir haben selbst eine Tochter mit Down-Syndrom. Und die hat schon begonnen, im Alter von 2 Jahren mit unserer Tochter Nicola zu lesen und hat sich mit dem Gehirn auseinandergesetzt und hat hier sehr erfolgreich neue Modelle entwickelt. Und ich habe damals mich natürlich auch damit beschäftigt und irgendwann einmal hat es im Urlaub Klick gemacht und ich habe gesagt, so, und jetzt übertrage ich das in die Wirtschaft. Und das war für mich dann so der springende Punkt, wo ich begonnen habe, mit von einem Tag alles zu vergessen, was ich bisher über Marketing, Verkauf und Präsentationen gehört habe und habe mich nur mehr mit diesen modernen Erkenntnissen der Hirnforschung beschäftigt. Okay, moderne Erkenntnisse der Hirnforschung. Was, das heißt, ich glaube, da werden alte Glaubensmuster vernichtet bzw. gelöscht im Marketing. Welche wären das zum Beispiel, was wir so bis jetzt geglaubt haben? Ja, es gibt natürlich sehr, sehr viele Ansätze, die wir haben. Eines ist zum Beispiel im Marketing, dass wir sehr stark auf vernunftorientiertes Verhalten des Konsumenten setzen. Also wir wissen heute, dass mindestens 90% der Entscheidungen des Menschen emotional unbewusst geprägt getroffen werden. Und an diese emotionalen Grundstrukturen docken wir an. Also bei einer Präsentation zum Beispiel, wenn ich ein Produkt präsentiere, ist es so, dass viele Verkäufer so im Muster sind, viel zu erzählen. Je mehr Argumente, desto besser. Eigentlich ist es im Gehirn ganz anders. Je mehr Argumente, desto schlechter die Entscheidungsqualität. Also das ist so eines dieser Irrtümer, denen viele aufliegen. Okay, und wie ist es jetzt im Marketing? Weil du hast ja ein geniales Projekt, wir haben vorhin darüber gesprochen, Brain Influencer. Ich will mich jetzt nicht als den klassischen Influencer bezeichnen, aber irgendwo ein Coach, der auch irgendwo inspiriert und einen Influence hat. Wie sieht das für mich aus? Wie passe ich da am besten mein Marketing an? Bleiben wir mal beim Marketing, bevor wir zur Präsentation gehen. Dass es hier bei dem Kunden Klick macht. Weil du hast jetzt gesagt, argumentativ runtersetzen. Yeah. Das heißt, mehr Emotion? Genau, also mehr Emotion. Wir nennen es allerdings emotionale Relevanz. Mhm. Wir haben gelernt, dass die Emotionen nicht verantwortlich sind für Kaufakte, für Handlungen oder Begeisterung. Das ist ein neuer Ansatz. Wir haben das einfach anders gelernt. Wenn jemand sagt, du musst einen emotionalen Werbespot machen, damit die Leute inspiriert sind. Die Leute sagen zwar dann, gefällt mir toll, aber sie kaufen zu wenig oder gar nicht. Okay, spannend. Und hier haben wir herausgefunden, dass es im Gehirn eine Region gibt, die heißt Wanting. Du musst das Wanting deines Gegenübers auslösen. Okay. Und nicht das Liking. Okay. Liking heißt, wenn du eine Präsentation hast, dass die Leute zu dir sagen, ah toll, hast du das gemacht, Dali, also wirklich super, aber keiner unterstützt dich oder kauft bei dir, okay, weil das Wanting fehlt. Okay. Und wir haben gelernt, wie wir dieses Wanting füttern müssen. Okay. Warum? Es wird Dopamin im Gehirn ausgeschüttet. Also wenn das Handy piepst zum Beispiel und ich halte schon nicht mehr aus, wir schauen drauf, wird Dopamin im Gehirn in geringen Dosen ausgestoßen. Okay.
Und mit dieser Spielwiese haben wir uns mit den Brain Influencers jetzt, wo wir stärker in die Sichtbarkeit kommen, beschäftigt. Okay, cool. Ja, jetzt ist die logische Schlussfolgerung, also die Frage, wie löse ich Wanting aus? Genau, das hängt natürlich jetzt von deinem Produkt ab, von deiner Persönlichkeit. Okay, okay. Wir entwickeln das mit unseren Kunden so, dass wir Motion Points erarbeiten. Mhm. Also egal, ob ich eine Maschine, eine Kompostierungsmaschine um 500.000 Euro verkaufe oder sozusagen eine Coaching-Beratung um 1.000 Euro, du musst immer bei deinem Gegenüber dieses Wanting auslösen. Und da brauchst du deine eigenen Motion Points. Wir haben zum Beispiel den USP für uns eliminiert. USP Marketing kennt man, Unique Selling Proposition. Genau. Aber wir wissen, ein USP, was machst du mit einem USP? Das ist in den Lehrbüchern natürlich sehr stark präsent. Mhm. Und wir haben diesen USP ersetzt durch Motion Points. Okay. Jeder braucht mindestens 5 bis 10 Motion Points. Mhm. Produkt, Marke, Persönlichkeit. Und die arbeiten wir gemeinsam mit den Kunden individuell aus. Okay, spannend. Und anhand von dem kaufen dann die Kunden eher. Genau, dann ist der Druck zum Beispiel auf Abschlussfragen viel geringer, weil ich meine Motion Points im Gespräch schon einsetze. Also ein Beispiel jetzt, eine Firma, die Transformatoren erzeugt. Transformator, das ist eher ein uncooles Produkt, in keinster Weise sexy, sagen wir es einmal so. Und mit dieser Firma haben wir Motion Points entwickelt und dann sagt zum Beispiel ein Berater, ein Verkäufer, meine Damen und Herren, dieser Trafo befindet sich in der Yacht von Roman Abramowitsch. Okay, das ist ein Motion Point, eine Referenz. Und gleichzeitig verwendet einen zweiten Motion Point, der weggeht von diesem Motiven Macht, Status, Erfolg in Richtung Überleben. Und er sagt, meine Damen und Herren, dieser Transformator rettet in Österreichs Intensivstationen Menschenleben. Das heißt, ich gehe in eine ganz andere Motivwelt hinein, okay, und das ist ein anderer Motion Point. Und wir müssen halt lernen, diese Motion Points für uns aufzubauen. Mhm. Wie sieht das jetzt in der Praxis aus? Setze ich mich da in einen Scanner rein und präsentiere was runter und ihr erforscht mein Gehirn? Wie funktioniert das? Nein, also für unsere Kunden arbeiten wir so, dass wir zum Beispiel immer 24 Probanden im Scanner haben, okay, meistens 12 Frauen, 12 Männer, damit wir auch nach Geschlechtern auswerten können. Und wir haben zum Beispiel die Fragestellung bei einem Social Media Post, ich habe 3 verschiedene Bildvarianten. Produkt-Mensch-Interaktion, beispielsweise ein Getränk hält jemand in der Hand, interagiert mit einem netten Mädchen. Welches dieser 3 Fotos löst das höchste Wanting aus? Okay. Das sind unsere Kernfragen, die wir dann mit dem Hirnscanner lösen. Okay, cool. Gibt es irgendwelche Beispiele, die du vielleicht uns nennen darfst? Was so auf Social Media gerade, ich will nicht sagen Trend ist, aber was löst so das meiste Wanting aus? Welche Picks waren es in der Regel? Also es ist sehr schwer, das nicht zu verallgemeinern. Ja, klar. Aber wir haben eines festgestellt, menschliche Interaktion führt zu den höchsten Wanting-Reaktionen. Okay. Manche versuchen mit Zeichnungen, mit Grafiken, mit Männchen irgendwie Dinge darzustellen. Da merkt man immer wieder, das wirkt weniger. Warum? Weil es nicht so nah an der Lebensrealität der Menschen dran ist. Also wir empfehlen, so nah wie möglich im echten Leben an oder an das echte Leben andocken. Bilder, Videos zu zeigen, die den realisierten Endzustand präsentieren. Also nicht zu kompliziert Produkte und Dienstleistungen erklären, sondern rasch Lösungen zeigen. Das ist eine der Erkenntnisse, die wir aus 10 Jahren Hirnscans finden konnten. Sehr spannend, sehr spannend. Du hast jetzt das Wort ist Wanting. Gibt es noch etwas? Gibt es noch irgendwelche Konklusionen aus deiner Forschung? Ja, da gibt es sehr viel, also visuelle Verarbeitung auch zum Beispiel. Mhm. Wir haben festgestellt, an Universitäten oder Fachhochschulen, wo wir PowerPoint-Folien getestet haben. Okay. Also wenn ich jetzt eine PowerPoint-Folie habe und ich erkläre Studierenden oder Schülern einen Prozess, haben wir festgestellt, dass diese Bullet Points in Textform, die viele verwenden, ich würde sagen, die ganze Welt verwendet es, das Motivationszentrum im Gehirn regelrecht zum Zusammenbruch führt.
Also Text-Bullet Points auf PowerPoint-Folien ganz schlecht. Da müssen wir uns Alternativen überlegen. Wir haben natürlich Alternativen mit Bild-Text-Kombinationen. Mhm. Also diese Gewohnheit, die viele haben, weil es einfach ist, ja, wenn ich eine PowerPoint-Folie erstelle und ein bisschen an Text reingebe, 10 Punkte, ist einfach. Aber ich verliere meine Zielgruppe mit Aufmerksamkeit und vor allem Lernprozessen. Okay. Das heißt quasi ein Bild-Text-Kombi. Genau. Mehr Bild, weniger Text oder überhaupt kein Bild? Naja, es ist so, du musst eines dir vorstellen, das visuelle Areal im Hinterkopf des Menschen ist prädestiniert dafür, Visuelles wahrzunehmen. Wir müssen viel mehr in die Visualisierung gehen. Mhm. Bilder, Videos, Animationen, weniger Text, aber aufpassen, unrelevanten Text nur eliminieren. Okay. Der Text ist wichtig, weil der Text konkretisiert Bildbotschaften. Mhm. Aber wir haben so viele unrelevante Texte auf Webseiten, auf Landingpages, in Foldern, in Flyern. Diese Texte brauchen viele nicht, um Inhalte zu verstehen. Das ist auch eines der Probleme, dass die Texte oft sehr unrelevant sind. Okay. Siehst spannend ist. Ich habe letztens mir viele Videos angeschaut, jetzt weiß ich seinen kompletten Namen nicht, aber Russell hat so geschrieben, so Secrets, der Funnel Secrets und so weiter und so fort. Also einer, der die quasi Coaching-Szene digitalisiert hat, der sie revolutioniert hat und so, der das Ganze jetzt gemacht hat mit den Funnels. Und da habe ich mir immer gedacht, okay, viel Text, sehr viel Text. Das ist ein One-Pager meistens, da scrollst du. Aber da habe ich mir gedacht, okay, viel Text, aber es soll wahrscheinlich so sein. Ja, also wenn viel Text da ist oder wenn ich zum Beispiel oder jemand präsentiert und steht auf der Bühne und hat keine PowerPoint-Folie, keine Visualisierung, obwohl er spricht, kann die Aufmerksamkeit bis zur Decke gehen. Mhm. Warum? Weil wir brauchen einen dramaturgischen Ablauf. Okay. Also Texte sind erfolgreich. Verbale Erklärungen sind erfolgreich, wenn ich Spannung und Dramaturgie hineinbringe. Ich nehme an, dass dieser Kollege das geschafft hat. Okay, cool. Also viel Text ist nicht immer schlecht. Ja, ja, verstehe. Er braucht einen gewissen dramaturgischen Aufbau. Bei mir war es so, jetzt wo du gesagt hast, man muss nicht unbedingt Bilder auf den PowerPoint-Folien haben. Ich mache das zum Beispiel sehr oft, weil ich habe mir gedacht, ich teste es mal aus, ich werde nur dramaturgisch präsentieren. Mhm. Und das war bei einer Abschluss quasi Prüfung, bei einer Coaching-Geschichte, da haben alle so richtig die Flipcharts voll gemacht und auch richtig schön, also mega, mega schön. Ich habe mir da gedacht, okay, ich bin ein schlechter Zeichner, mit dem werde ich nicht punkten, aber ich kann emotional sprechen und Dramaturgie erzeugen. Und komischerweise war dann quasi meine Präsentation eine der besten. Yeah. Und ich habe nichts gemacht, ich habe einen Tisch genommen und mich auf den Tisch draufgesetzt und angefangen zu präsentieren. Und deswegen meine Frage, jetzt denke ich mir, so für mich, soll ich trotzdem PowerPoints verwenden oder da einfach aus dem Flow sprechen? Weil vielleicht irgendwo werden mich die PowerPoints dann ablenken. Nein, also man muss also mal wirklich so sehen, PowerPoint ist ein wunderbares Programm. Es ist ja eigentlich ein Grafikprogramm. Und PowerPoint dient zur Visualisierung, weil du kannst Videos einspielen, du kannst große Bilder zeigen, du kannst sinnvolle Animationen darstellen. Das ist alles fürs Gehirn wunderbar. Es soll aber nur dich als Sprecher unterstützen. Die PowerPoint-Folie soll nicht sozusagen das Kommando übernehmen. Du als Mensch überzeugst, und nur der Mensch kann andere Menschen überzeugen. Aber es ist ein wunderbares Hilfsmittel für die Visualisierung. Das ist ganz wichtig. So in paar Blöcken, jetzt du aus deiner Gehirn, also du aus der Forschung hast jetzt sicher die optimale Strategie, aber eine gute Strategie. Wie sieht so eine, sagen wir mal, perfekte, in Anführungszeichen, Präsentation aus? Was muss sie beinhalten? Ja, also wichtig ist einmal zu sagen, es gibt keine perfekte Präsentation. Das ist beruhigend für uns alle. Aber wesentlich ist, dass ich meine Präsentation mit meinen Motion Points aufbaue. Ich muss wissen, welche 4, 5 Highlights habe ich, um andere Menschen zu überzeugen. Die brauche ich vorher schon.
Und dann beginne ich mit einer Dramaturgie. Zum Beispiel der Einstieg ist unglaublich wichtig. Ich muss mit einem emotionalen Highlight starten. Das kann positiv sein oder das kann auch negativ sein. Ich starte zum Beispiel bei meinen Studierenden bei manchen Kapiteln auch sehr traurig. Also ich betrete den Raum und sage, meine Damen und Herren, ich zeige Ihnen jetzt ein Video, bei dem eine junge Frau bei einer Routineoperation verstorben ist. Sie hat zwei kleine Kinder. Ist wirklich passiert und ich drücke sozusagen die Stimmung immer hinunter. Es passiert so, dass die Aufmerksamkeit wahnsinnig hoch ist. Die Studenten werden ganz ruhig. Und dann zeige ich dieses Video und dann bauen wir die Inhalte auf, damit sie das besser verstehen. Okay. Oder ich kann ganz anders starten, indem ich humorvoll mit einem unglaublich lustigen Video starte. Mhm. Aber es muss nicht die Show sein, das ist ganz wichtig. Es darf keine Show sein, es muss immer relevant sein. Ja, klar. Also beginn emotional hoch, egal ob positiv oder negativ, und dann Kontraste. Ich muss Leute zeigen, die scheitern und andere wieder, die Erfolg haben. Und am Ende nicht vergessen, noch einmal ein emotionales Highlight, darauf vergessen die meisten. Das Ende muss immer positiv sein. Das Ende immer muss immer positiv sein. Ja, dann habe ich was unbewusst Richtiges gemacht. Ich habe immer so dann quasi am Ende meine Transformation nochmal als Titel. So, ja, und so ist das bei mir passiert. Ja, cool. Das heißt, jetzt haben wir eh viel. Jetzt gehe ich mal zu den Fragen, über die ich mir so, die ich mir so notiert habe. Das, genau. Du hast in dem Video, also danke nochmal für das Video, gesagt, dass ihr auch den Menschen hilft, beziehungsweise dass ihr den Menschen auch erklärt, wie sie in ein Gespräch mit einer dominanten Person reingehen und diese dominante Person in Anführungszeichen bezwingen. Ja. Ich tue mir da jetzt richtig schwer. Ja. Bei dominanten Personen denke ich mir so, okay, ja, wenn ich merke, der ist zu... Okay, passt. Das heißt, also ich... Aus jetziger Sicht verkaufe ich war schwer einer dominanten Person. Ja. Wie kann man da die Kurve bekommen? Die Kurve bekommen, ja. Also es ist so, die Dominanten, wir nennen sie die Roten oder auch Manager-Denkstil. Hat mit der Berufsbezeichnung nichts zu tun, aber Manager heißt einfach, die entscheiden schnell mit wenig Information. Okay. Und das eigene Ich ist wahnsinnig wichtig. Sind manchmal auch egoistische Personen, die in erster Linie an sich denken. Aber sie stehen für Fortschritt, für Entwicklung, für Zielerreichung. Und wenn du jetzt zum Beispiel eher ein grüner Typ bist, ein Unterstützer-Typ, kann sein, dass du dich mit den Roten schwer tust, weil du dann ein bisschen eingeschüchtert bist, wenn die mit ihrer dominanten Ausstrahlung kommen. Wir lernen unseren Coaching-Partnern, wie sie sich stabil halten im Gespräch mit den Roten. Das heißt, ein bisschen knackiger, frecher, mutiger sein. Und da kann man in einem Ablauf eines Gespräches hier einige Inputs setzen, auf Augenhöhe. Das ist ganz wichtig, der Rote, wenn der jemanden Schwachen gegenüber hat, das klingt jetzt hart, aber im Prinzip ist es so, der steigt dann noch mehr drauf. Ja. Und wir müssen uns schützen davor, mit Nein sagen. Das ist meine Linie bis daher, also man muss den Roten Grenzen zeigen, aber trotzdem ihre Werte, ihre Motive immer wieder ins Spiel bringen. Mhm. Leistung, Performance, Zielorientierung, nicht um den langen Brei herumreden, nicht herumeiern, wie wir sagen. Ja. Also der Rote braucht klare Fakten, aber nicht zu viel und immer lösungsorientiert, zielorientiert. Okay. Dann habe ich ihn... Und dann kann ich mit ihm leichter gemeinsam eine Entscheidung treffen. Okay, cool. Das heißt, Grenzen klar aufzeigen, in Zielen sprechen, in Resultaten. Genau. Was war noch? Wer macht's noch? Für den Roten ist ganz wichtig, okay, die Firma XY mit einem Umsatz von 2 Milliarden Euro macht das auch. Mhm. Das ist für den Roten als Referenz ganz wichtig. Da will er auch dabei sein. Mhm. Und wie gibt es vielleicht so Wörter, Phrasen, die mich da unterstützen? Ja, indem du zum Beispiel dem dominanten Geschäftspartner dann sagst, das bringt ihnen. Oder
Ihr großer Vorteil ist, wenn Sie auf das Produkt XY setzen, A, B, C. Also das ist für das Gehirn eines Roten stimulierend und löst diese Wanting-Effekte aus. Also wir wissen heute aus der Hirnforschung, dass einzelne Wörter bestimmten Typen, dass die zu ganz anderen Aktivierungen im Gehirn führen. Also beim einen ist dieses Wort Zielorientierung langweilig und für den anderen ist es das entscheidende Wort, um sich für ein Produkt zu entscheiden. Sehr spannend. Jetzt hast du den roten, grünen Typ erwähnt. Welche Typen gibt es? Also wir arbeiten mit vier verschiedenen Denkstilen. Warum vier? Weil der Mensch sich vier Dinge gleichzeitig sehr gut merken kann. Wir sprechen von dem Magic Four. Okay, Magic Four. Es gibt ganz viele Persönlichkeitstypologien mit 10, 15 Typen. Das machen wir nicht, nur vier. Und neben dem roten und dem grünen haben wir noch den blauen Analytiker. Das sind Menschen, die brauchen Details, Studienergebnisse, viele Daten, Fakten. Die mögen keine Marketing-Show, sondern die fragen in die Tiefe. Die haben nämlich Angst vor eigenen Fehlern und brauchen Futter im Sinne von Sicherheit. Okay, und die futtert man am besten mit Zahlen, Daten, Fakten. Ja, genau. Okay. Genau. Und der vierte Typ ist ein sehr spannender Typ, den haben viele vergessen, viele Programme und Modelle, ist der Entertainer-Typ. Okay. Also es gibt viele Menschen, die Spaß, Humor, leitet sie, Abwechslung. Und das sind die bei uns die gelben Entertainer. Mhm. Auch in Führungspositionen. Das sind die, die immer gute Stimmung machen, aber manchmal ein bisschen konfus sind. Die brauchen keine Agenda bei einem Meeting, weil die switchen sowieso kreuz und quer. Aber sie lassen sich begeistern von neuen Dingen, von Enthusiasmus begleitet sie. Also das so ist quasi luftige Typen. Ja, genau. Die sind im Verkauf super eingesetzt. Sehr spannend, sehr spannend. Und der Grüne? Der Grüne, das ist der Unterstützer, der eher Familienwerte hat, Gemeinsamkeit. Wenn da eine neue EDV in einer Firma implementiert wird, sagt der Grüne, die Führungskraft sofort, das muss ich erst mit meinen Mitarbeitern abklären, ob das geht. Der Rote würde sagen, ja, das ziehen wir durch. Also der Grüne denkt zuerst an die anderen und dann an sich. Also Harmonie begleitet diesen Typ sehr stark. Okay, spannend, spannend. Und, jetzt, wenn wir Punkte sagen, Punkte Resultate, Punkte Erfolg, Punkte Verkauf, Welcher Typ sollte man sein, beziehungsweise welcher Typ kann welche Tools anwenden, um da Resultate zu erzielen? Völlig egal. Also jeder Denkstil-Typ eines Verkäufers ist okay. Mhm. Er muss nur lernen, wie die anderen ticken. Mhm. Also ich habe oft im Coaching schüchterne Menschen, die wir für Verkaufsgespräche vorbereiten oder auch für Präsentationen. Ich hatte vor kurzem eine junge Dame, die musste in einem großen Konzern fünf bis sechs Männer waren das, in Führungspositionen überzeugen mit einem neuen Projekt. Sie, die einzige Frau. Und die Männer alle dominant, Führungskräfte. Und da lernen wir ihr, wie sie klar kommuniziert, strategisch klug, um ihr Ziel zu erreichen. Sie hat nämlich gesagt am Beginn, das war eine unserer Empfehlungen, meine Herren, ich bin heute hier, um Folgendes zu klären. Dann hat sie ihre drei Punkte auf einen Flipchart geschrieben. Und diese Dinge, die trainieren wir und die funktionieren großartig in der Praxis. Es sind nur kleine Drehschrauben, die wir da verändern müssen. Wo finden euch dich die Menschen, Jürgen? Ja, man findet uns hier in Kapfenberg. Okay. Aber wir sind hier sehr wenig im Büro. Wir sind bei unseren Kunden unterwegs oder im digitalen Raum auf www.limbio.digital findet man uns, unter den Brain Influencers findet man uns auf Instagram. Wir gehen jetzt sehr stark auch in den digitalen Bereich. Ja, sag vielleicht kurz zu Brain Influencers, weil ich glaube, das ist ein mega spannendes Projekt, das sollte kurz angeteasert werden. Ja, also ich habe gemeinsam mit meinem Sohn Julian im Jänner und mit meiner Kollegin Sandra Preis eine neue Firma gegründet, die sich ausschließlich mit dieser digitalen Welt beschäftigt, wo wir dieses Wissen durch die Marke Brain Influencers an Einzelpersonen weitergeben und Einzelunternehmen. Also das Wissen der Großen geben wir jetzt sozusagen jedem Menschen weiter, auch Studenten, die hier lernen wollen, wie sie hier besser überzeugen.
Und das starten wir jetzt. Und wir haben sogar den ersten Online-Kurs jetzt erstellt. Wow, sehr schön, sehr schön. Sehr cool. Jürgen, vielen lieben Dank. Danke für die Zeit. Sehr gerne. Liebe Leute, liebe Mentees, liebe Mentoren, Diplom-Ingenieur Jürgen Wieser für euch. Abonniert unseren Kanal, schreibt uns in die Kommentare, wie euch das Interview gefallen hat, beziehungsweise was eure Learnings waren. Wieder mal ein spannender Mentor bei uns. Richtig cool, richtig genial. Ich freue mich schon auf das Interview, sobald ich es online stellen kann. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.